Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, der Devil of Tanks, und willkommen zu einer weiteren Runde Gutes Match Replay. Diesmal mit dem T-150, mein Panzer, den ich schon seit längerem habe, nicht mehr gespielt habe, aber ich war ja mit Mr. Gunshin, wie ihr seht, im Zug und da haben wir versucht mal was zu reißen. Und glücklicherweise hatte ich halt Glück mit ihm, weil der Churchill 7 kommt man einfach mal locker dahin. Inzwischen hat Mr. Gunshin den Black Prince. Am Leveln will er. Also er hat ihn noch nicht, aber er hat ihn bald. Und ja. Ja, wir spielen hier und versuchen erstmal ganz normal zu spielen. Leider wird Mr. Ganschen sterben. Leider. Aber das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also kann ich nachvollziehen, weil er einfach zerschossen von allen Seiten. Und ja, wir fahren einfach mal in die rechte Flanke an der Artillerie vorbei und so weiter. Versuchen erstmal so schnell wie möglich. Leider kann man es zumindest ja ganz schön nicht sagen, da er einen langsamen Panzer hat und ja nicht so schnell mitkommen kann. Nur ich kann halt sehr schnell fahren und das mache ich dann auch. Ich fahre dann ganz schnell auf die Flanke und dann haben wir natürlich gleich einen Überraschungsmoment. Und zwar will ich eigentlich ganz mal hochfahren und versuchen, die Leute auf der in den Koordinaten E8, 9 so auf den Koordinaten E9, 0 so zu schießen. Aber da sieht man, hat sich schon der erste spotten lassen, nicht so okay. Einer wurde gespottet, aber ist noch nicht bei uns. Er wollte da hochfahren, aber er stirbt. Und dann merke ich, oh Scheiße, wurden noch drei gespottet. Und anscheinend hat sich die Scout genauso wie der ja der schwere Panzer, das ist ein Premium-Panzer, glaube ich, gezwungen gefühlt durchzubrechen und versuchen irgendwas zu reißen. Ich guck mal, ob sie im Zug waren. Ich glaube, das waren sie nicht. Nein, das waren sie nicht im Zug. Sie waren ganz normal und das heißt, der Panzer ist ja Excelsior. Premium Panzer Excelsior. So, der versucht auf mich der eine zu schießen, und ich auch. Und leider habe ich noch einen Lachgeladen, aber es hat mich nicht gestört. Da kann man nicht bei mir eh nicht durch. Irgendwie Panzerung spielt gut. Da habe ich einen Blindie versucht. Genau wie gerade eben habe ich ja einmal getroffen, jetzt einmal nicht. Der KV-1 tötet ihn. KV-1 S ja gesagt. Dann will ich nochmal, denke ich mal, ja gut, jetzt kommt mein locker, du hast schon One-Shot nicht und so. Aber ja, der Panzer macht da sowas nicht, ne? Der sagt dann, nee, was für One-Shotten, Digga. Ich lasse ihn noch ein bisschen Leben übrig. Erstmal schön ausziehen, erstmal schnell schießen, dann lässt er ihn noch 12 Leben übrig. Da kann der KV-1 S natürlich den zweiten Kill holen. Und ich habe erstmal gezögert, aber hat ihn getötet. Ich so, okay, gut. Stört mich nicht, solange ich Damage kriege, ist alles gut. Und habe festgestellt, je mehr Damage man macht und natürlich auch Kills dann am Ende, desto mehr Erfahrung kriegt man dann noch am Ende. Und da schieße ich einmal gerade, also genau, habe ein bisschen reingezoomt, aber habe auch irgendwie gleich geschossen, weil er hat schon ein bisschen genauer gegangen. Dann versucht der KV-1S ihn zu töten und dann verkacke ich es, weil ich in die Erde schieße, weil ich ein bisschen zu früh geschossen habe. Dann sehe ich in der rechten Flanke oben ein KV-1S, ein zweiter KV-1S, aber der ist Stock. Und ich so, ja gut, ich fahre hin. Ich schaue, Mr. Ganschen ist da unten und der braucht halt sehr lange, um mir zu helfen. Da habe ich auch gesagt, ja gut, scheiß drauf. Und ich greife einfach mal an. Die wissen ja noch nicht mal, dass ich da bin. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, einfach mal auf sie loszufahren. So, erstmal bis ich da ankomme, ne? Bin ja auch nicht gerade der Schnellste unterwegs mit meinem T150. Und dann bekämpfe ich alleine sozusagen fast gegen die zwei KV-1S. Glücklicherweise hatten die beide nicht so viel ja, Skill, würde ich jetzt mal sagen, weil sie haben irgendwie nicht so gut geschossen auf mich. Der KV-1S wurde abgelenkt von jemandem, hat da jemanden getötet. Ich habe ihn mit dem ersten Schuss fast schon angezündet, aber er hat automatischen Feuerlöscher. Und wie ihr seht, verrecken unsere Leute einfach einen nach dem anderen. Da mache ich glücklicherweise noch einen Treffer rein. Also wie gesagt, Genauigkeit vom Panzer ist nicht so schlecht. So, versucht da rauszufahren. Aha, sehe, hinter diesem Stein will ich ihn durchschießen, aber ich schieße den Stein zuerst und ich treffe ihn dann erst recht. So, er zieht sich zurück. Ich habe keine Ahnung, wieso die sich zurückziehen. Denke ich mir, gut, dann hole ich mir den KV-1S, weil der ist mir gefährlicher. Der hat ja seine Top Gun und der andere nicht. Ich versuche mal, dann sehe ich ihn irgendwie gar nicht und ich schieße trotzdem, weil er so grün geleuchtet hat und dann Luck Shot sozusagen getötet. Und da kam der KV-1S wieder raus, wollte mich auf mich schießen, aber hat nichts gebracht eigentlich. Da hat sich jetzt komplett zurückgezogen und ich so, ja gut, dann gebe ich erstmal einen Schuss drauf, wieder in den Turm. 313 Damage, ich bin froh. Und dann zieht er sich irgendwie komplett zurück. Mr. Gunshot hat den letzten Schuss abgegeben, bevor er gestorben ist. Und bam. Wie ihr seht, habe ich doch volles Leben.
Und ich habe diese zwei Leute, die da unten, also jetzt gespottet sind, und jetzt sind sie weg. Ich habe gar nicht darauf geachtet, als ich gespielt habe, und ich dachte, ich fahre mal raus und versuche mal zu schießen. Aber sie wussten sich dabei und kaboom, zwei Schüsse. Ich mache natürlich noch einen Danebentreffer, aber ich verpiss mich zurück. Erster nicht zu schlagender Treffer. Dann mache ich den zweiten Fehler und fahre nochmal raus, um wieder unten zu zielen. Schieße erst und dann treffe ich nicht mal. Wieder zwei Abpraller, also einer abgeprallt, einer nicht durchschlagen wieder. Ich so, Gott, der Panzer macht mir schon richtig Laune, weil ich halt noch überlebe und so. Dann habe ich gesehen, oh scheiße, die Artillerie wird mir gleich richtig den Arsch versohlen, aber anscheinend wurde sie abgelenkt von Churchill. Und ich so, ja gut, dann konzentriere ich mich mal auf den M, also auf diesen M8, was auch immer er ist. Dann habe ich gemerkt, aha, okay, die zwei haben sich abgelenkt auf den Churchill, der da stand. Ich wollte nochmal den TD töten, den Nashorn, aber es hat nicht geklappt, weil, naja, KD und so. Dann dachte ich schieß mal auf dich. Kommt nicht raus, der TD kommt auch nicht raus. Dann wird er gleich da runterfahren. Und ich, ja, kriege mal wieder eine ab, weil ich zu konzentriert war auf den. Alter, ich will es den Namen wissen. M4A3E2, so heißt der Panzer. Ja, da seht ihr, da ist der Nashorn runtergefahren. Ich so, ja gut, ich glaube, er schaut nicht auf mich. Aber er dreht sich anscheinend zu mir um und ich guck mich um und schau, aha, da ist der, was auch immer er ist. Ich schieße hier, gebe ihm ein Damage, dann prallt er natürlich wieder ab oder er kommt nicht durch und dann bam, kommt dieser schöne Damage vom Nashorn. Ich muss sofort meinen Turm reparieren und ich hätte auch gewusst, ich muss den Nashorn töten, weil sonst geht es mir schlecht. Luckshot an und getroffen. Dann kommt er wieder nicht durch bei mir und ich so, ja gut, das ist sein Ende, ne? Er wird erstmal wieder getroffen, also wird wieder abgelenkt von Leuten, vom. Ja, wie heißen die? Warte, ich guck mal. Ja, einmal dem ELC IMX und einmal vom Vierer. Ja, von Mada 38T so. So, wieder zurück zur festen Kamera. Die werden so lange abgelenkt und ich wusste noch immer noch nicht, wo der AT2 ist. Da hat mich ja schon ein bisschen gewundert. Plus die Artillerie, die wusste ich noch nicht, wo sie ist. Und jetzt wird es natürlich erst interessant, weil ich bin One-Shot. Für die Artillerie und für den AT2 wird es einfach, mich zu töten. Und ich dachte so, kommt Leute, ihr müsst auch den AT2 töten oder irgendwie undamagen oder sonst was. Ich sehe dann den M, was auch immer er heißen soll. Ohne zu zielen wirklich geschossen. Diesmal hat dieser Luckshot nicht funktioniert. Er versucht natürlich wieder auf mich aufzuzielen. Ich weiß, dass die Artillerie auf mich wartet. Da fährt sie raus. Sie will mich haben. Sie verschießt und ich verschieße auch. Beim zweiten Mal werde ich nicht verschießen bei der Artillerie, weil ich war halt abgelenkt. Wie gesehen, zwei Flanken. Da kommt der ELC IMX und gibt ihm den ersten Damage, aber er rammt ihn gleichzeitig auch. Ist ja gut, da muss ich wieder aufpassen. Ich schieße ihn irgendwo in den Turm, ich schieße und schieße und dann ziele ich und BAM in your face. Digga, vier Kills habe ich schon noch zwei Gegner am Leben. Ich könnte mir einen Krieger holen. Ich sehe die Artillerie, die denkt, oh, ich bin jetzt der Schlauste. Aber Luckshot von der Artillerie und von mir nur meiner killt und seine nicht. Hat mir nochmals 100 Leben abgezogen. Ich so, scheiße, das sieht nicht gut aus für mich. Nur noch der AT2 am Leben, ne? Ich habe schon 5 Kills und das heißt, ich muss ihn töten. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich so, gut, ich fahre jetzt nicht darunter, da kommen eben meine zwei TDs wieder. Und ich cappe einfach. Ich bin einfach mal sicher und cappe. Ich war mir sicher, der AT2 wird kommen. Ich weiß noch nicht von welcher Seite, von links oder von rechts. Deswegen habe ich eher auf das zweite getippt, also aufs rechts, ne? Deswegen bin ich links geblieben und da dachte ich, ja, ich werde ihn gleich noch sehen und so. Aber ne, er braucht nur zwei Schüsse, um mich zu töten oder einen Schuss, um mich anzuzünden. Da würde ich nicht mal schnell genug reagieren, um mich zu löschen. Deswegen war es schon ein bisschen knapp und so. Aber egal, da sehe ich, der AT2 wurde gespottet von mir. Schließlich habe ich auch eine gesplittete Crew. Ich wurde auch gespottet, klar. Und jetzt wird natürlich gespielt mit dem AT2, ne? Ich habe ja Angst vor ihm, weil er von mir nicht so viel Angst hat. Er hat ja mehr Leben als ich. Da versuche ich ihm erstmal in die Kette zu schießen. Wird aber bei mir fehlgeschlagen. Dann muss ich mich verpissen, weil war schon beim Hälfte am Cappen und da muss ich mich umdrehen. Ich so, kacke, kacke. Da muss mir jemand helfen. Und dann wird mir der Ma der 38T helfen. Er hat ja auch verstanden gesagt und so. Und er wird jetzt von der Seite kommen, da von hinten, und natürlich wird er leider sterben. Aber er wird mir, also er wird uns den Sieg erweisen, obwohl der AT2 von uns ja auch noch am Leben ist. Er hat auch schließlich 4 Kills gemacht und so. So, ich versuche auf den Teller zu schießen. Bam, er schießt mir einmal, aber ich so, ich darf dich jetzt nicht einfach so davonlaufen lassen, gebe ihm auch ein Damage. Und da kommt der Marder und lenkt ihn ab. Ich schaue so kurz nach, aha, okay, er wird abgelenkt. Ich schaue und bam, tot ist er. 6 Kills. Und dafür sehr gute Auszeichnungen bekommen. Ich war sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Besonders auf die Erfahrung. 1000 irgendwas. Und ja, ich beende mal hiermit den
Wunderschönen Part. Ihr seht jetzt die Ergebnisse und ich suchte WoT, damit ich den dreckigen Su-122-54 endlich durchhabe. Ciao.